Einen wunderschönen guten Morgen, muss man ja sagen, zumindest Richtung Deutschland. Hier neigt sich der Tag gerade dem Ende zu. Wir sind in San Diego, Amerika. Der Kollege Jürgen Kors und ich sind mit Borussia Dortmund nach Amerika gereist. Und auch der BVB hat den Weg hier rüber gefunden, allerdings mit ein paar Problemen. Ja, mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Die Mannschaft wollte, glaube ich, um 12.30 Uhr losfliegen mit dem Betreuerstab. Und dann gab es erst keine Freigabe für den Start und dann gab es ein Unwetter über Düsseldorf, sodass dann ja, der Flieger tatsächlich mit 3,5 Stunden Verspätung erst abheben konnte. Machte dann in Summe 15 Stunden im Flieger. Aber es gab eine Chartermaschine, die entsprechenden Freiraum auch mitgebracht hat. Von daher war es wahrscheinlich aushaltbar. Und hier in San Diego ist es höher sommerlich. Jetzt gegen Abend ein bisschen frisch, ein bisschen windig hier vom Meer. Aber durchaus annehmbar. Und hier kann man, glaube ich, in den nächsten Tagen gut arbeiten. Kurz bevor wir eigentlich abgehoben sind, haben wir noch von den Kollegen ein Bild zugeschickt bekommen, und zwar das von Marcel Sabitzer. Er ist in Dortmund angekommen, hat er dann später, während wir in der Luft waren, dann auch seinen Vertrag unterschrieben. Er ist jetzt der Neuzugang von Borussia Dortmund. Was hältst du generell von dieser Verpflichtung? Ja, spannend. Hätte ich vor ein paar Tagen, glaube ich, noch nicht so erwartet. Dann hat sich die Entwicklung zum Transfer vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund für knapp 20 Millionen Euro relativ zügig entwickelt. Ich glaube, Sabitzer ist als Achter, als Verbindungsspieler, Box-to-Box-Player, wenn man das im neuen Modern formulieren möchte, ja sicherlich eine gute Ergänzung für den Dortmunder Kader. Achter gab es bislang jetzt bis auf Felix Metscher, einen anderen Neuzugang, so nicht im Kader. Entweder sind die Spieler defensiver wie Emre Can oder Salih Özcan oder offensiver wie Julian Brandt oder Giovanni Reyna oder Marco Reus. Also von daher zwei neue fürs Zentrum, die da irgendwie rund um die Mitte des Platzes eben Jude Bellingham vergessen machen sollen, was an sich, glaube ich, eine schwere Aufgabe ist. Wenn die beiden Jungs sich das aufteilen, muss man sehen, was dabei rauskommt. Insgesamt 50 Millionen Ablöse für beide zusammen, ohne dass man jetzt bei beiden Lösungen an die Decke springen würde und Hurra schreien würde. Aber da will ich gar nichts vorwegnehmen. Beide haben gezeigt, dass sie was drauf haben. Sabitzer lange. Er verfügt über viel Erfahrung, hat, glaube ich, 180 Bundesligaspiele, dabei um die 60 Scorerpunkte gemacht. Also einer, der auch im Strafraum gefährlich wird. Und Metscher, ja, eines der hoffnungsvollsten deutschen Mittelfeldtalente. Und die beiden zusammen sollen sich hier in San Diego dann mit der Mannschaft einspielen, zusammenfinden. Sabitzer ist noch nicht mitgeflogen am Montag. Wir erwarten ihn, dass er am Dienstag nachfliegt, hierher nach Amerika und dann mit dem BVB auf der US-Tour weiterarbeitet. Genau, wir hoffen dann morgen auf die ersten Eindrücke vom Neuzugang von Marcel Sabitzer. Schilder uns doch generell mal so, wie sehen die nächsten Tage hier aus? Weil es ist ja nicht das klassische Trainingslager, sondern es ist ja auch eine PR- und Marketingreise. Ja, beides. Es ist schon ein Spagat, den die Mannschaft, den der ganze Club da leisten muss. Wenn man Edin Terzic fragt, den Trainer, dann steht natürlich das Sportliche im Vordergrund und so muss es ja auch sein. Er hat einen sehr großen Kader mitgenommen, allein 4 Torhüter, um die 30 Feldspieler. Also Kader, mit dem man ganz viel arbeiten kann, vielleicht auch auf zwei Feldern parallel immer trainieren kann, damit alle auch in ihre Intensitäten kommen. Die Nationalspieler haben ja noch ein bisschen Nachholbedarf, weil sie später eingestiegen sind. Dann stehen da 3 Testspiele auf dem Programm, einmal hier in San Diego gegen den amerikanischen Zweitligisten und dann gegen Manchester United und den FC Chelsea. Und dann wird der BVB ja so 10 Tage vor Saisonstart schon noch genauer wissen, woran er arbeiten muss und was noch zu tun ist. Die letzten Testspiele gegen Regionalligisten in Erfurt und Oberhausen haben ja eher den Eindruck hinterlassen, als ob der BVB schon in Deutschland irgendwie im Jetlag wäre und nicht so richtig in den Schuhen ständ. Das muss jetzt hier schnell anders werden. Das muss schnell anders werden. Wir sind zu zweit vor Ort, auch in einem großen Team quasi für euch, weil wir versuchen natürlich hier aus Amerika alles nach Deutschland zu transferieren, was nur eben geht. Morgen ist dann eben die erste medienöffentliche Einheit. Wir wissen noch gar nicht so richtig, ob dann heute aufgrund der Verspätung überhaupt trainiert wurde oder nicht. Das bringen wir dann morgen aber in Erfahrung und werden dann natürlich von berichten. Und dann gibt es auch morgen die ersten Medienrunden, wo ihr dann natürlich auf ruhrnachrichten.de/BVB alles findet. Und dieses Video-Update, das schicken wir euch jetzt natürlich jeden Morgen direkt nach Deutschland, damit ihr direkt nach dem Aufstehen Bescheid wisst, was hier in Amerika so läuft. Alles rund um Borussia Dortmund, also bei ruhrnachrichten.de/BVB und auf unseren Social-Media-Kanälen. Und ich würde sagen, die beiden vollkommen übermüdeten Jürgen Kors und Kevin Pinault verabschieden sich jetzt ins Bett. Gute Nacht. Good night, good morning.